Hallo, ich bin Matthias von TESA und ich habe für euch ein paar Tipps und Tricks für besonders kritische Untergründe. Wir haben häufig PVC-Fenster. Mittlerweile sind die natürlich in einigen Fällen auch schon sehr alt. Die verändern sich in der Oberfläche und deshalb lohnt es sich, immer so eine Rolle TESA-Film mit im Auto zu haben, weil es lässt sich relativ einfach prüfen, wie der Zustand der Fenster ist. TESA-Film aufbringen, andrücken und abziehen. Das dauert insgesamt ein paar Sekunden und man sieht also sehr schnell das Ergebnis auf dem klaren Film, die Partikel, die man abzieht. Und das wird halt zu Streifenbildung kommen in dem Fall und von daher muss man vorher die Fenster reinigen. Passiert häufig eben auf der Südwestseite am Gebäude, da ist es extrem schnell. Und wenn man da abklebt, sollte man vorher mit dem Auftraggeber darüber reden, wie der Zustand seiner Fenster ist. Wo wir gerade über Kunststofffenster reden, die vorgesetzten Rollladenschienen aus Kunststoff, das ist wirklich die Oberfläche, die am meisten zu Problemen führt. Wenn mich jemand anruft und hat Rückstände auf PVC-Fenster, so wird es oft genannt, ich würde behaupten, zu 90% handelt es sich um diese Schienen, die verwittern noch schneller als der Fensterkunststoff, ist wahrscheinlich auch das Bauteil, was am weitesten raus an der Fassade ist, noch schneller verwittert. Seid da vorsichtig, wenn ihr da abklebt, wirklich darauf achten, dass ihr nicht allzu lange und nicht mit zu stark klebenden Bändern da arbeitet. Was hin und wieder vorkommen kann, sind Gelbverfärbungen auf diesen weißen Kunststofffenstern. Das ist wirklich nicht an der Tagesordnung, kann aber passieren. Für euch nur die Information, sollte euch das passieren, das sieht zwar im ersten Moment nicht so doll aus, aber sobald die Klebebänder runter sind und die UV-Strahlung wieder an das Fenster kann, baut sich die Verfärbung ab und die sehen hinterher aus wieder wie neu. Also im Grunde muss man an der Stelle nichts machen, außer ein bisschen warten. Beim Thema etwas warten komme ich gedanklich auf einen ganz anderen Bereich, nämlich eine Langzeitverklebung im Außenbereich. Und da fällt mir diese Sandwich-Verklebung ein. Es gab ein Bauvorhaben in Berlin hier zu sehen. Hintergrund ist der, im Innenbereich wurden die Fenster abgeklebt. Hier sehr schön zu sehen, wirklich Lackabriss ohne Ende. Diese gleichen Fenster sollten wir halt im Außenbereich für ein halbes Jahr schützen bei ja doch schweren Putzarbeiten. Es wurde sechslagig geputzt, musste also wirklich sehr lange geschützt werden und auch entsprechend robust sein. Was haben wir hier gemacht? Wir haben vier Produkte eingesetzt, vier Produkte auf einem Fenster, alle wirklich miteinander kombiniert. Das führt dazu, dass wir die Standzeit extrem erhöhen konnten. Wir haben das 4334 auf die lackierten Fenster gelegt, haben darauf das Maskenband geklebt, mit Easycover das Ganze zugemacht und ganz zum Schluss obendrauf noch ein günstiges Ducktape oben drüber geklebt, einfach um zu gewährleisten, dass keine UV-Strahlung bis runter auf das eigentliche Fenster kommt. Und ich weiß, dass die Baustelle tatsächlich dann erst nach einem Dreivierteljahr oder in dem Dreh fertig war. Und es hat alles bestens funktioniert. Die Fenster waren alle tadellos. Kommen wir zum Thema Metalloberflächen. Das kann wie hier auf dem Foto zu sehen eine verzinkte Oberfläche sein. Das führt oft dazu, dass unter Folien und überhaupt unter Abdeckmaterialien sich Weißrost bildet, sieht nicht schön aus. Bänder können extrem aufbrennen. Das kann man vermeiden, indem man entsprechende Produkte einsetzt oder die nur kurzfristig drauf lässt auf Zink. Also Zink schreit eigentlich nach Ärger. Was ich von unseren Kunden zurückgespielt bekomme, ist, dass unser TESA 4440, das blaue Outdoor-Präzisionskrepp, dass das hervorragend auch auf solchen Oberflächen funktioniert. Es gibt aber eben auch noch die Aluminiumoberflächen, Eloxale, die auch je nachdem, wie sie beschaffen sind, zu Problemen führen können. Die Beschaffenheit des Aluminiums sieht man mit bloßem Auge nicht. Das kann man aber relativ schnell selber testen, indem man diesen Tintentest macht. Tintentest heißt, man nimmt Füllertinte, macht einen Tropfen auf die Fläche und wischt sie mit einem Tuch einfach weg. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man verschmiert es so, es lässt sich halt wegwischen oder es bleibt unter dem Tropfen wirklich kreisrund, wo der Tropfen stand, ein blauer Punkt stehen. Das heißt, die Tinte könnte an dieser Stelle in dieses Aluminium eindringen und das Gleiche wird dann auch die Klebmasse machen. Das führt dann zu Problemen, wie man sie hier sieht, also aufgebrannte Klebebänder auf diesen Flächen, wo sich die Masse extrem mit der Oberfläche verankert hat. Da kann ich eigentlich nur dazu raten, wenn man auf so ein Material trifft, dass man etwas nimmt zum Abkleben, was relativ dünnfilmige Klebmasse hat und
einen stabilen Träger. Beispiel hier, wo ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist unser Winterputzband, das 4843. Das funktioniert in solchen Fällen wirklich sehr gut. Ich würde aber dazu raten, die Standzeit für den Außenbereich, die wir jetzt im Katalog irgendwo in technischen Daten angeben, an der Stelle nicht auszureizen, sondern immer mal wieder zu gucken, ob die noch runtergehen. Besonders anspruchsvoll sind grundsätzlich alle Steinoberflächen. Das kann Granit sein, ein Sandstein, Schiefer, auch ein Sichtbeton ist wirklich problematisch, weil es kann sehr, sehr schnell zu Streifenbildung kommen. Grundsätzlich würde ich sagen, klebt sie besser nicht ab und wenn, dann nur kurzfristig im Randbereich, weil es kann wirklich schon nach ein paar Minuten dazu gekommen sein und ihr kriegt diese Streifen nicht mehr raus. An dieser Stelle ein kleiner Tipp. Ich habe das mal gesehen, da waren Streifenbildungen auf Marmor. Da haben die Kollegen da vor Ort auf der Baustelle dann zum Schluss mit so einem Farbvertiefer gearbeitet. Das war hier in dem Fall was von Mellerud. Es gibt sicher noch viel mehr Hersteller, die sich mit sowas beschäftigen. Wenn ihr sowas einsetzt, kann das dazu führen, dass ihr praktisch die ganze Fläche eben dunkler macht und gleicht praktisch den Farbton diesem Streifen an. Das ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber zumindest sieht es optisch hinterher wieder schick aus. Besonders vorsichtig sollte man auch auf Parkettböden sein. Und hier ganz speziell auf diesen Fertigparketten, da befinden sich UV-härtende Lacksysteme drauf. Das können aber auch Türblätter sein, Türzargen. Überall, wo UV-gehärteter Lack drauf ist, sollte man extrem vorsichtig sein, diese zu bekleben. Man sieht hier auf dem Foto sehr schön, dass an der einen Stelle das Abdeckmaterial nicht ausgereicht hat und dann wurde halt mit Klebeband der Rest beklebt. Das ist keine gute Idee, wie man hier sehr gut sieht, weil sich die Oberfläche von diesem UV-Lack verändert und das kriegt man nicht mehr weg. Das ist immer so ein klassisches Beispiel dafür, dass man innerhalb von ein paar Minuten mit dem Einsatz von 3 € Klebeband einen Schaden von mehreren 1000 € machen kann. Von daher der Hinweis, bitte keine belaufenden Flächen bekleben, sondern immer nur im Randbereich und mit schwach klebenden Materialien, wie zum Beispiel Präzisionskrepp. Ein weiteres Beispiel für so problematische Oberflächen sehen wir hier. In diesem Fall war es ein Produkt aus dem Hause Caparol. Es war dieses Stucco di Luce, wurde verarbeitet, hervorragende Wandfläche angelegt in einem Hotel seiner Zeit in Aachen. Aus irgendwelchen Gründen musste diese Fläche nochmal abgeklebt werden, um weitere Arbeiten da irgendwo zu gewährleisten. Man sieht auf dem Foto diesen Streifen, der einmal quer über die Wand geht. Das hat dazu geführt, weil wir nicht wussten, woher das kam, dass wir uns die verschiedensten Materialien im Markt von verschiedenen Herstellern besorgt haben, also Spachteltechniken, haben die bei uns im Labor aufgebracht und beklebt mit allen möglichen Klebebändern. Das waren Produkte aus unserem Haus, Produkte von Wettbewerbern. Und was am Ende dabei rauskam, jedes Produkt zeigte diese Streifenbildung. Egal, welche Klebkraft es hat, welche Klebmasse. Und das Laborergebnis zum Schluss war, je größer der Anteil des Kunststoffbindemittels in dieser Spachtelmasse ist, umso mehr Streifen habe ich. Das heißt, egal wo ihr das Klebeband hinklebt, ihr lauft wirklich Gefahr, dass sich diese Streifenbildung dann zeigt. Von daher kurz abkleben und wirklich nicht einmal quer über die Fläche, sondern irgendwo im Kantenbereich und das Ganze nur wirklich sehr kurzfristig. Eine weitere Herausforderung, die häufig von euch an mich herangetragen wurde, ist das Befestigen von Staubschutztüren. Das hört sich extrem einfach an und der Hersteller zum Beispiel hier sagt, mit geeignetem Klebeband zu befestigen. Aber was ist das geeignete Klebeband? Das muss ich ja schließlich aussuchen, je nachdem, was ich für eine Oberfläche habe, worauf ich befestigen will. Und wenn das schon eine fertige Wand ist, entbeschichtet, dann kann das problematisch sein, weil dieses Vlies lässt sich nur mit einem starken Klebeband verkleben. Da funktioniert nichts anderes, aber wenn ich das wiederum dann auf die Wand klebe, mache ich mir die Wand kaputt. Deshalb auch hier idealerweise eine Sandwich-Verklebung machen. Das heißt, ein Produkt wie zum Beispiel hier unser 4334, das Präzisionsgrip auf die Wand. Da wissen wir alle, das funktioniert, das lässt sich super wieder entfernen. Und darauf die Staubschutztür mit einem stark klebenden Band, wie zum Beispiel einem Steinband, befestigen.